Ja, grüezi. Mein Name ist Andreas Groß. Ich lebe mit Frau in Moorgarten. Wir haben 14 Baueinsprachen gegen 5G-Bauanträge auf den Weg gebracht. Und die Erfahrung aus diesen Aktivitäten habe ich in eine Checkliste gegossen, sodass andere, die vor dem Problem stehen, wie macht man eine Baueinsprache, eine Stütze haben, eine Unterstützung haben, indem sie einfach diese Checkliste abarbeiten. Gegebenenfalls in anderen Kantonen muss man ein bisschen anpassen, aber ein Großteil davon wird übertragbar sein. Es ist zumindest auf die Schweiz ausgerichtet. Deutschland oder Österreich muss man wohl mehr Anpassungen vornehmen. So, hier haben meine Kontaktdaten, die Website. Hier seht ihr mich mit einer meiner Hündinnen. Und los geht's. Ich springe mal direkt zu dem Teil der Geokoordinaten. Ich will also nicht die ganze Checkliste hier besprechen, sondern nur einen technischen Teil, wie man zu den Geokoordinaten kommt und einen Einsprecherkreis zeichnet. Da hat es verschiedentlich nach Fragen gegeben. Also als erstes müsst ihr die Geokoordinaten der Antenne aus der Bauakte heraussuchen. So, die Bauakte haben wir uns beschafft, die muss die Gemeinde herausgeben. Das waren in diesem Fall 29 Seiten. Und hier schon auf der ersten Seite werden die Koordinaten angegeben. Da ich die eingescannten Seiten mit einem OCR-Programm bearbeitet habe, kann ich jetzt direkt über Cut und Paste diese Koordinaten in mein Formular für die weitere Verarbeitung bringen. So, die Nordkoordinate gehört dahin und die Ostkoordinate hier. So, dann muss ich noch diesen Trennungszeichen wegmachen, weil das irritiert, und kann jetzt die Nordkoordinate wieder kopieren in die Zwischenablage und diesen Link aufrufen vom Koordinatenumrechner. Denn wir haben es hier mit einer Schweizer Norm zu tun, die von den übrigen abweicht. Wir suchen hier diese Schweizer Norm, die heißt LV95, und ich packe die Nordkoordinate in das Feld Nord, und hier ist Ost, East, da kommt die Ostkoordinate rein. So, wenn ich das gemacht habe, kann ich hier auf den Taschenrechner drücken und dann werdet ihr sehen, dass die anderen Koordinaten sich anpassen. Oder sind auch schon. Und dann scrollt ihr nach oben und was wir brauchen, sind die WGS 84 Dezimal gerade. Also nicht bei Grad Minuten oder gar Sekunden, sondern hier nur Dezimal. Irgendwie scheint er das noch nicht gemacht zu haben. Nee. Was ist da jetzt verkehrt? LV95. Ja, 1903 LV95. 1903. Thank you.
Probieren wir jetzt mal andersrum. Das ist eigentümlich. Ost. Weil jetzt ist es richtig. Ne? Das sehen wir darin, dass der Standort richtig angezeigt wird. Hier ist Bar. Also diese Karte vergrößere ich entweder über Plus, Minus oder ich mache das mit dem Mausrad. Wenn man vor- und zurückdreht, zoomt das rein oder raus. Und da haben wir die Adresse, die wir gesucht haben. So, ich check das nochmal. Ost 26. Tja, dann haben die das hier offensichtlich falsch ausgefüllt. Ne? Das ist schon mal der erste Fehler, den man denen um die Ohren hauen kann. Die haben es verdreht. So, wir gehen also jetzt hier auf diese Umrechnung, haben die Dezimalwerte und können uns die notieren. Nord 47 etwas. Und Ost 8, etwas. So, als nächstes, jetzt haben wir die Werte und die geben wir in Google Maps ein. So, wie man sieht, hat das geklappt. Er hat also diese Adresse gefunden und gibt an Bühlmattweg 7. Und welchen haben wir hier? Bühlmattweg 7. Na, dann stimmt das auch schon mal. Ja, dieser rote Knupsi hier zeigt jetzt die Adresse an, die Maps, Google Maps gefunden hat. Auch hier wieder mit dem Rad oder mit dem Plus, Minus kann man zoomen. Hier sehen wir den Bühlmattweg. Ach, das heißt ja alles Bühlmattweg, hier drumherum. Und der Vorteil bei Google Maps ist, wir können umschalten auf Satellitenaufnahme. So kann man sich ein Bild von der Umgebung machen. Ne, dass hier Einzelhäuser sind, das sind hier wohl Industriegebäude. Ne. Hier sehen wir Lieferwagen. Und was man auch machen kann, manchmal, ich glaube in diesem Fall geht doch, ja, kann man auf Street View schalten. Also auf dieses kleine Mannequin einmal klicken. Auf die gelbe Person und dann tauchen die blauen Linien auf und blaue Linien bedeutet Street View, das heißt hier ist der Fahrwagen von Google einmal rumgefahren mit seiner Kamera auf dem Dach und hat Fotos oder Filme gemacht von den Anliegern und jetzt können wir uns in Ruhe, können wir selbst mal rumfahren, also wenn ich jetzt hier reinklicke, lande ich genau in dieser Position und es wird das Bild von da aus aufgehoben. So, höchstwahrscheinlich ist es jetzt hier rechts das Haus. Ich gucke mal einmal um mich herum. Das heißt, hier sieht man
dass das eine Sackgasse ist. Hier geht es nicht mehr weiter, so wie es auf der Karte auch sichtbar war. Und jetzt klicke ich mich vorwärts. Jetzt stehe ich also vor diesem Haus. Das ist also doch eher von der Seite zumindest ein Wohnhaus. Ich klicke nochmal weiter, bis ich zur Querstraße komme. So, jetzt bin ich hier auf der Straße. Auch das ist Bühlmattweg. Das sieht man auch immer hier links oben, in welcher Straße man ist. So, hier bin ich rausgekommen. Jetzt gehe ich hier auf die andere Seite. Und jetzt kann ich von der anderen Seite reinfahren. Immer durch einen Klick springt man dahin, wo man hingeklickt hat. So. Leider sieht man von hier aus die Hausnummer nicht. Ich werde noch mal ein Stück weiter gehen. Von hier aus gucken. Nee, dummerweise auch nicht. Also auch hier mit dem Mausrad kann ich heranzoomen. Ich dachte, da wäre die Hausnummer. Nee, ist keine Hausnummer zu sehen. Na gut, aber das wird es sein. Das kann ich auch wie folgt nochmal überprüfen. Ich springe mal direkt davor. So. Können wir das auch angucken? Da hochgucken. Also ich ziehe hier immer, ich klicke und ziehe und dadurch bewege ich dieses Bild. Ja. Und ich kann mir immer mal einen Screenshot machen, indem ich auf die Print Screen-Taste drücke. Dann muss ich noch den Ausschnitt wählen. Nehmen wir mal das ganze Bild als Ausschnitt. Und so kann ich mir ein paar Fotos schießen, ohne überhaupt vor Ort gewesen zu sein. Ich kann von hier aus das hier rumziehen und mir hier so die Umgebung fotografieren. So. Ohne Fotopapier zu verbrauchen. Ja, das war das, wie ich mit der Street View arbeiten kann, um zurückzugehen. Achso, ich wollte jetzt hier nochmal hinklicken, direkt vors Haus. Und dann als Betrachter direkt aufs Haus schauen, in Richtung Haus von der Straße aus. Und jetzt klicke ich hier drauf. Und bekomme wieder die Satellitenaufnahme. Kann davon wieder ein Foto machen. Und kann zum Beispiel jetzt wieder umschalten auf Straßen. Und mir zum Beispiel eine Straßenkarte der Umgebung. Ich schalte mal Street View aus, indem ich wieder auf die gelbe Figur klicke. Dann ist Street View ausgeschaltet. Und ich mache mir hier von der näheren Umgebung einfach mal eine Karte. Das kann ich wegklicken. Dann habe ich hier so eine Karte, mit die man zum Beispiel später benutzt, um sich zu koordinieren mit mehreren, wer wo welche Flyer verteilt. Ja, mal wieder, also Screenshot, Bildschirm, Foto und habe hier eine örtliche Karte. Das ist die eine Möglichkeit, wie man zu Kartenmaterial kommt, und die andere ist nicht so bekannt, aber für unsere Zwecke sehr interessant. Dazu gehe ich wieder in meine Checkliste und als nächstes brauche ich nämlich den Einsprecherkreis. Ne, nur die Menschen, die im Einsprecherkreis wohnen oder arbeiten oder eine Immobilie besitzen, sind einspruchsberechtigt. Und deswegen ist der Einsprecherkreis sehr wichtig. Als erstes muss ich den Radius finden. Der ist wieder in der Bauakte. Ich klicke also jetzt hier die Bauakte an und blätter die durch und suche
den Eintrag für den Einsprecherkreis. Der ist in der Regel in der technischen, im Standortdatenblatt zu finden. Hier ist der Einsprecherkreis eingetragen. 520,08 Meter. Ne? Also die sind immer so präzise. Präziser geht es gar nicht. Also 80 Zent auf 80 Zentimeter genau. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Nehmen wir mal 520 Meter, reicht für unsere Zwecke. Die tragen wir in unsere Liste ein. Radius hier eintragen, 520 Meter. Und jetzt zeichnen wir den Kreis. Und dazu klicken wir auf diesen Link und bekommen die Karte des Bundes. Das Schöne ist, dass die Bundesverwaltung uns Kartenmaterial zur Verfügung stellt mit den unterschiedlichsten Layern. Ich das gleich, was mit den Layern auf sich hat. Was wir hier sehen, sind also Funkrichtstrecken, die eingetragen sind. Ne? Hier gibt es eine Funkrichtstrecke, die direkt über meinen Kopf geht. Hier unten wohne ich. Und die geht hier von Rigi rüber zu Biberbrook. So, interessiert aber nicht. Hier, was interessiert, ist in diesem Fall Bar. Die ganzen bunten Kleckse, das sind Funktürme, Funkmasten, Mobilfunkmasten. Also Bar ist schon recht gut versorgt. Das ist auch der Irrsinn dabei, weil jeder Funkanbieter muss seine eigenen Masten tragen. Und diese Masten sind natürlich die Infrastruktur, das sind sozusagen die Autobahnen, auf denen die Daten laufen. Das ist so absurd, als würde man von den Autoherstellern verlangen, dass sie jeweils für jede Marke eine eigene Straßennetz zu bauen haben. Es gibt dann Straßen nur für den Mercedes und nur für Renault. Und das hält natürlich auch andere Anbieter davon ab, eigene Autos auf den Markt zu bringen, weil die ja dann ein eigenes Straßennetz bauen müssen. Anstatt dass der Staat sagt, wir bauen das Straßennetz, die Infrastrukturen, und die Anbieter können das dann mieten und bezahlen, je nach Nutzung. So wird es aber nicht gemacht und deswegen haben wir hier dreifache Abdeckung, dreifache Strahlenlast. Völlig unvernünftiges Konzept. So, wie suchen wir jetzt den Standort? Dazu gehen wir wieder in unsere Checkliste und kopieren nochmal. Nein, das war es nicht. Checkliste und kopieren diese Koordinaten. Und die können wir hier oben eintragen. Und da hat es auch schon gefunden. Wieder der rote Markierer. Und hier sehen wir auch Bühl-Mattweg. Hat er gefunden, das mittlere Haus von den dreien. Das ist also richtig. So, was wir jetzt wollen, ist den Radius eintragen. Den Kreis eintragen, nicht den Radius, den brauchen wir. Wir wollen Kreis eintragen mit einem Radius von 520 Metern. Wie macht man das? Das macht man, indem man hier links auf Zeichnen und Messen auf der Karte geht. Und hier den Knopf, da gibt es vier Knöpfe. Ein Knopf heißt Messen. Und als erstes machen wir einen Doppelklick genau da, wo die Antenne steht.
und den zweiten Klick, dann gehen wir in irgendeine Richtung weiter. Und zwar achten wir darauf, weil die Entfernung, die wir jetzt messen, wird da im roten Kästchen angezeigt. Und jetzt sind wir bei 520 angelangt. Jetzt mache ich also wieder einen Doppelklick. Ja, das war nicht das, was ich wollte. Nochmal zurück. Wenn man falsch gemacht hat, kann man... Ja, ist nicht wesentlich. Wenn man normal messen... Diesmal habe ich nur einen Klick gemacht und dann öffnet sich nämlich so ein Kreis. Und jetzt der Doppelklick zum Abschluss. Also nur einmal Klick am Anfang und Doppelklick am Ende. Und jetzt haben wir einen eingezeichneten Kreis. Hier unten sehen wir noch das Höhenprofil. Und zwar ausgehend von da vom Mittelpunkt bis zum Endpunkt, aber nur in dieser Richtung, gibt es also einen Anstieg von 444 auf 450, also 6 Meter Anstieg. Ist uninteressant für unsere Zwecke im Moment. Ziehen das mal in die Mitte, machen es, wenn das größer macht, kriegt man nicht alles drauf. Also machen wir es so. Ziehen das so hin, wie wir den Ausschnitt ideal finden. Vielleicht so. Und ein Screenshot von dem. So, jetzt haben wir ein Foto von diesem Kreis, mit dem man also arbeiten kann. Wir können auch nochmal die nähere Umgebung uns anschauen. Also nicht den ganzen Kram haben wir zwar nicht drauf, aber das macht nichts, hier oben ist eh nicht viel an Publikum, an Einwohnern, und hier unten schneiden wir halt einfach ab. Und hier haben wir also einen relativ guten Überblick, sogar man kann auch die Straßennamen sehen und sich orientieren und machen davon wieder einen Screenshot für unsere Organisation und Planung. So, zurück zur Checkliste. Das haben wir also gemacht. Das ist hier beschrieben worden, wie man den Kreis macht. Ja, was noch gemacht werden sollte in diesem gleichen Tool, das Teilen davon. Das zeige ich jetzt mal, wie man das macht. Wir schließen, gehen hier also zurück und hier oben gibt es einen Menüpunkt Teilen. Teilen und Link kopieren. So, mit diesem Link, den können wir verschicken, zum Beispiel per E-Mail oder auf einer Website. Und damit kann sich jeder genau dieses Bild aufrufen. Wenn ich jetzt also beispielsweise einen neuen Browser habe, der nichts weiß, was wir bisher hier gemacht haben. Ich arbeite momentan mit dem Firefox. Und jetzt habe ich hier noch den Chrome geöffnet, Chromium. Und gebe diesen Link ein, den ich eben in die Zwischenablage gemacht habe. Dann wird genau die gleiche Karte wieder aufgerufen. Das heißt, man kann mit diesem kurzen Text, der in diesem Link steht, Freunden, Bekannten, Aktiven, diese Karte, und zwar eben interaktive Karte, also die können auch hier wieder scrollen und suchen und sich orientieren, auch umschalten. Hier kann man eben auch auf einen anderen Hintergrund wählen. Man kann eine farbige Karte daraus machen.
ist das. Ist auch nicht farbiger geworden. Ne? Was gibt es noch? Dann gibt es ein Luftbild. Ne? Auch der Bund hat seine Luftbilder. Hier sehen wir also die nähere Nachbarschaft. Ne? Wer ist davon alles belastet? Das ist ja auch interessant. Ich meine, die SBB Bahnstrecke wird das nicht sonderlich berühren. Die ist das egal, aber was haben wir hier? Na, hier ist ein Sportplatz, wo unsere Kids mit wenig Kleidung stundenlang schwitzen und kämpfen und dieser Strahlung ausgesetzt sind. So. Also das ist der Vorteil von dem Link. Diesen Link, den tragen wir uns am besten erstmal wieder in die Checkliste ein. Dann weiß man, wo man den finden kann. Eingefügt. Leertaste, dann wird das zu einem Link. Und dann noch einmal eine zweite Funktion, nicht so ein Kurzlink, sondern ein Einbetten. Und das ist, wenn man eine Webseite gestalten will. Dann würde man also hier auf Einbetten gehen und schon ist es in der Zwischenablage hier angeboten und mit Ctrl-C geht das in die Zwischenablage und das tragen wir auch hier ein. Ist hier so in E-Frame HTML-Code kodiert und dahinter steckt natürlich auch wieder der gleiche Link, nur noch mit mehr Informationen. Hier sind im Grunde wieder die Geokoordinaten und hier ist die Breite und die Höhe des Bildes, was da kreiert wird. Und das kann man also im HTML-Code der eigenen Website dann unterbringen. Und dann kann der Visitor, der Besucher der Website, dort auch diese Karte sehen und auch wieder interaktiv bedienen, rein- und rausscrollen. Ja, soweit, das ist das, was ich zeigen wollte. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.